Genau das Gleiche sieht man in einer anderen Studie von der OECD. Auch hier sieht man das ganz rechts, Großbritannien, USA, wieder oben, in dem Fall auch Italien. Frankreich ein bisschen über Deutschland und Deutschland dann auch eine mittlere Position, die skandinavischen Länder kamen dann ein bisschen weiter unten. Das wäre, wenn man nur diese Y-Achse sich betrachtet. Hier sieht man das vielleicht nochmal ein Stück weit besser. Wir gucken uns auf der X-Achse zusätzlich die Einkommensungleichheit an. Also wie ungleich ist das Einkommen verteilt in diesen verschiedenen Ländern? In Großbritannien und USA sehr ungleich verteilt. In Norwegen, Schweden, Finnland vergleichsweise gleich verteilt. Auch hier hat Deutschland mehr oder weniger mittlere Positionen. Die Daten, die dort dahinter stecken, also, oder anders gesagt, ich habe Ihnen vor 2 Minuten erzählt, dass in kaum einem anderen Land der Zusammenhang zwischen Elternhaus und dem, was man selbst wird, so stark ist wie in Deutschland. Wenn Sie sich diese Grafiken angucken, würden Sie sagen, naja, auch da würde ich sagen, gibt es einen Zusammenhang, klar, aber der ist im Grunde genommen irgendwo zwischen den beiden Extremen im Mittelfeld. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen mit dieser Darstellung. Sie sehen hier nochmal eine Art und Weise, wie man das darstellen kann. Man kann die Einkommensverteilung in 5 gleich große Stücke schneiden und dann kann man irgendwie gucken, wenn der eine aus dem untersten Stück kommt, aus dem ersten, 5 aus dem ersten Quintil, wenn das das Einkommen des Vaters war, wo landet man denn als Sohn? Die Zahl 0,23 bedeutet 23% und Antwort von 0,23 hat wieder diese Position, also in dem Fall in dem untersten Quintil. Ganz unten, rechts unten hätte man das Gegenstück, wenn man aus dem höchsten Fünftel kommt, dann landen 37% auch wiederum in dem höchsten Fünftel. Diese Darstellung gibt Ihnen nochmal einen Eindruck, wie, wenn man das mit Einkommen betrachtet, wie dort die Mobilitätsraten aussehen würden. Man kommt dann ungefähr darauf, dass es ja, vielleicht auch zwischen ungefähr 75%, also nicht 2/3, sondern muss sogar sagen, 3/4 haben eine andere Position, so wie ich das vorhin für die Klassen schon berichtet habe. Es gibt allerdings ein Problem, meines Erachtens, mit diesen Daten. Für Deutschland, ich beziehe mich jetzt auf eine Studie von Daniel Schnitzlein, aber gibt es auch andere, wo es noch deutlicher zutage tritt. Man hat da vergleichsweise wenige Fälle. Im besten Fall 500, die erste Grafik mit dieser Geraden, die ich Ihnen gezeigt habe, da Deutschland standen 200 Leute für Deutschland Pate für diese Daten. Das heißt, das sind sehr wenige. Einfach weil man die Daten nicht hat. Die Daten, die man im Moment hat, haben ein weiteres Problem. Und zwar das Alter, bei dem man das Einkommen von Vätern und Söhnen oder Müttern und Töchtern vergleicht. Die Söhne sind im Schnitt 34 Jahre alt, die Väter sind im Schnitt 47 Jahre alt. Wenn sich zumindest die Älteren mal erinnern, was sie mit 30 verdient haben, was sie mit 47 verdient haben, wenn sie sagen, dann mit 47 war es im Grunde schon ein Stück weit besser für die allermeisten. Während umgekehrt die 30-Jährigen unter ihnen wahrscheinlich hoffen, dass es mit 47 besser ist. Das heißt, man hat bei den Söhnen tendenziell Berufsanfänger oder Leute, zumindest bei den Höherqualifizierten, die erst eine Weile dabei sind im Arbeitsmarkt und deren Gehalt sich noch steigern wird, während man bei der Vätergeneration im Grunde genommen den Zenit schon hat von den Einkommensentwicklungen. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist die Darstellung, warum hat man warum findet man eine besonders niedrige Einkommensmobilität in den Ländern, in denen die Ungleichheit hoch ist, also Großbritannien und USA. Hohe Einkommensungleichheit, aber da ist der Effekt der Eltern besonders stark. Auch da vermute ich ein methodisches Problem dahinter. Und zwar habe ich Ihnen einmal 5 Teile, gleich große Teile, dargestellt. Das eine Mal für diejenigen, für ein Land, in dem die Verteilung vergleichsweise eng zusammen ist. Könnte Schweden oder Norwegen sein. Und dann habe ich ein kleines rotes X gemacht. Ich hoffe, man sieht das überhaupt, dass es ein bisschen rot ist. Das eben in der Mitte. Und dann sage ich, okay, und jetzt habe ich in aller Regel ein bisschen Zufallsschwankungen.
Ganz selten, wenn ich Sie heute frage, was verdienen Sie, und ich frage Sie morgen nochmal, was verdienen Sie, und in 3 Wochen nochmal, was verdienen Sie, ich bekomme mindestens 2, wahrscheinlich 3 unterschiedliche Antworten, wenn Sie nicht gerade Ihr Gehaltszettel dran haben. Das heißt, da ist immer ein bisschen Zufallsfehler dabei. Das ist immer so, wenn wir irgendwelche Messungen machen, sei es in der Physik, sei es in den Sozialwissenschaften, dann hat immer ein gewisses Rauschen dabei. Wenn ich das in einer Verteilung macht, die einigermaßen zusammengedrückt ist, dann stelle ich fest, dass wenn ich etwas nach links gehe, bin ich plötzlich in einem anderen Quintil, in einem anderen Fünftel drin. Wenn ich das hier unten mache, wenn die besonders weit sind, also die Einkommensungleichheit besonders groß ist, besonders große Spanne da ist, und ich dieselben 5 Kreuze mache, da habe ich jedes Mal in dem mittleren Fünftel drin. Und im oberen Fall würde ich sagen, wir sind mobil, in dem unteren Fall würde ich sagen, wir sind nicht mobil. Und deswegen glaube ich, dass diese Daten auch ein Stück weit irreführend sind, wenn man es mit dem Einkommen macht. Zumindest was den Zusammenhang angeht, dass in den Ländern, wo die Einkommensungleichheit hoch ist, eben die Einkommensmobilität niedrig ist. Das könnte ein statistisches Artefakt sein. Ich kann damit nicht sagen, dass es vielleicht ein Stück weit andere Ergebnisse damit geben kann, weil man sich auch ein Stück weit was anderes betrachtet, nämlich nicht Einkommen, sondern Klassen. Ich mag nur sagen, dass diese andere Sichtweise, zumindest im Moment noch, wenn wir so eine dünne Datenlage haben, ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen ist. Gut. Nun habe ich Sie mit ganz vielen Zahlen bombardiert, kommen sogar noch ein paar, aber vielleicht unterhalten wir uns mal ein Stück weit, wo Hansen eigentlich liegen könnte. Dass wir in Deutschland einen vergleichsweise starken Zusammenhang, Mittel oder Staat, je nachdem, welcher Sichtweise Sie eher folgen wollen, haben zwischen dem, was die Eltern sind und dem, was aus den Kindern wird. Und wie gesagt, es gibt da Diskussionen, woran es tatsächlich liegt. Man kann da nicht so schöne Experimente in der Physik machen und dann auch feststellen, genau an Ursache 1, 2 und 3 liegt es. Aber man kann ein paar Hinweise zusammensammeln, vor allem aus der international vergleichenden Forschung. Und da kann man für Deutschland vor allem 2 Bereiche ein Stück weit identifizieren. Das eine ist unser Bildungssystem, und das andere ist unser Arbeitsmarkt. Und bei dem Bildungssystem weiß man, dass es zum Beispiel im Vergleich zu den skandinavischen Ländern einen Mangel an frühkindlichen Betreuungsangeboten gibt. Das ist vor allem für Westdeutschland so, viel stärker noch als für Ostdeutschland. Aber dass auf die Art und Weise bei den Kleinsten vielleicht nicht ausreichend geschaut wird, dass diejenigen, die von zu Hause aus nicht so gute Chancen haben, weil die Eltern ihnen nicht so viele Möglichkeiten bieten können, weil die Eltern ihnen nicht so gut helfen können, sie nicht so gut unterstützen können, dass man das ein Stück weit auffängt. Diese Möglichkeit gibt es in Deutschland weniger als in vielen anderen Ländern. Wir haben in Deutschland Halbtagsschulen, zumindest in vielen oder in den meisten Bundesländern, zumindest über die meiste Zeit, in Westdeutschland auch. Was bedeutet, dass die andere Hälfte des Tages die Kinder ihre Hausaufgaben entweder alleine machen müssen oder unter Anleitung der Eltern. Und jetzt die Frage, sind die Eltern da, können die Eltern Hausaufgaben helfen, können sie weiter unterstützen, achten sie überhaupt darauf, ihre Kinder Hausaufgaben machen und Ähnliches. Auch da würde man vermuten, bei denjenigen Eltern, denen es sowieso wichtig ist, die eine gewisse Bildungsnähe haben, die werden wahrscheinlich auch gucken, dass ihre Kinder das machen. Diejenigen Eltern, die sagen, ich habe erlebt, dass ich keine hohe Schulbildung brauche und trotzdem ein glückliches Leben führen kann, kann gut sein, dass die sagen, komm irgendwie durch die Schule, aber danach kann man einen Beruf lernen oder das vielleicht auch. Wir haben in Deutschland eine vergleichsweise frühe Aufteilung in weiterführende Schulen, in den meisten Bundesländern nach der 4. Klasse. Bedeutet, da zeigen ganz viele Studien, wir wissen einfach nur nicht genau, wie clever oder nicht clever ein 10-jähriges Kind ist. Und wenn wir es nicht genau wissen oder nicht wissen, dann ziehen wir irgendwelche anderen Kriterien noch zusätzlich hinzu. Und da ist natürlich auch wieder das Elternhaus das Vorbild. Ich bin aufs Gymnasium gegangen, habe dann studiert oder ich habe irgendwie einen Realschulabschluss oder BOS oder habe einen Hauptschulabschluss eventuell sogar gemacht, eine Lehre und es ging trotzdem. Also auch da wissen wir, dass selbst wenn die Kinder sogar gleiche Leistungen haben, dass die
dass der Einfluss des Elternhauses groß ist. Das ist der letzte Punkt, das ist eben die Bedeutung des Elternbildes. Zum einen, dass die Kinder tatsächlich insbesondere im Sinne auf diese weiterführenden Schulen, aber auch die Tatsache, dass die Eltern strukturell bedingt oder institutionell bedingt, so wie unser Bildungssystem aufgebaut ist, im vergleichsweise großen Einfluss haben, größer als in anderen Ländern. Und das könnte eine Ursache sein, warum unser Herkunftseffekt in Deutschland größer ist als in anderen Ländern. Der zweite Punkt ist der Arbeitsmarkt, wo es wiederum verschiedene Gründe gibt. Einer davon ist ganz allgemein die berufliche Prägung in Deutschland. Man fragt die Leute in aller Regel, was sind sie denn? Und dann kommt als Antwort nicht glücklich oder jung oder alt, sondern ich bin Wissenschaftler, ich bin Student, ich bin Hausfrau, ich bin Maurer, ähnliches. Also bestimmte Status, bestimmte Identifikationen, die man mit sich bringt, die sehr stark über das geht, was man auf dem Arbeitsmarkt macht, beziehungsweise im Beruf macht. Und diese Prägung oder diese Identifikation ist in Deutschland wohl etwas stärker ausgeprägt als in anderen Ländern. Wir müssen sehr früh entscheiden, welchen Beruf wir einschlagen wollen. Weil wir eventuell mit 15 schon uns über einen Lehrstellenplatz entscheiden müssen. Wir müssen uns, wenn wir anfangen zu studieren, für ein Studienfach entscheiden, können nicht Liberal Arts in den USA studieren, wenn wir nach dem dritten Jahr gucken, was wir eigentlich so machen wollen. In Deutschland gibt es eine Zertifikationsbewährung. Das bedeutet, in Deutschland, wenn man irgendwas machen möchte, dann braucht man einen Schrieb, wo draufsteht, dass man das machen kann. Zum Beispiel Metzger. Wenn Sie Metzger werden wollen, brauchen Sie einen Schrieb, wo draufsteht, Sie können Metzger, Sie sind Metzgermeister und dann dürfen Sie eine Metzgerei aufmachen. Anders geht es nicht. Und das ist das Beispiel Metzger, aber das ist in ganz vielen anderen Bereichen genau das Gleiche. Das heißt, man legt sich sehr früh fest, und dann hat man vergleichsweise wenig Wechselmöglichkeiten danach. Wenn man einmal auf dieser alten beruflichen Schiene ist, dann gibt es in Deutschland, zumindest bisher, vergleichsweise wenige Leute, die sagen, mit 23 mache ich jetzt was ganz anderes. Das gibt es, keine Frage, aber das ist vergleichsweise wenig ausgeprägt und auch wenig unterstützt. Also auch hier ist der Fachbegriff dafür halt, ist ein beruflich organisierter Arbeitsmarkt. Und entsprechend haben die Berufe eine besonders große Bedeutung. Die Berufe werden besonders früh in Deutschland ergriffen. Und entsprechend ist der Einfluss des Elternhauses besonders groß. Der Einfluss des Elternhauses, ist vielleicht als kleine Randbemerkung, gibt es auch einfach, weil man als Kind die Prägung der Eltern hat, ein Stück weit mitbekommt. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in den meisten anderen Ländern so. Was schätzen Sie denn, welcher Beruf in Amerika am häufigsten von der Elterngeneration auf die Kindergeneration übertragen wird? Also, wenn einer mal Kind von einem ist, dann wird er das auch. Geben Sie mal einen Tipp. Pfarrer. Ist in der Tat ein bisschen höher, ja. Gibt es nicht bei den Katholen, aber genau. Klempner, nicht so stark. Kollege, Arzt ist ein bisschen höher, ja. Pharma auch, wobei bei den Pharma ist es so, diejenigen, die Pharma wählen, die haben in aller Regel einen Elternteil, Vater, der auch Pharma ist, aber es gibt eben viele andere, die auch durch das Pharma-Sterben was anderes machen. Es ist ein Bestattungsunternehmen. Und das zeigt Ihnen auch vielleicht nochmal, wie denn eigentlich eine Berufswahl funktioniert. Oder Sie können sich nochmal überlegen, also wie kommt man denn drauf, Bestattungsunternehmer zu werden, wenn man das nicht von klein auf irgendwie gelernt hat, dass nebenan die toten Menschen liegen und keine Ahnung, was mit denen alles passieren muss, damit die feierlich begraben werden. Also